Servus YouTuber, Bonn Internet und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cyberpunk 2077. Wir sind in Santo Domingo, ich glaube in Arroyo noch sind wir. Ne, wir sind glaube ich schon, ja schon Rancho Coronado. Wir warten jetzt auf Carrie und dann werden wir die Quest hier weiterführen. Danach haben wir die Quest mit Nancy wegen Swedenborg, wo wir nachgehen. Und dann sollten wir, denke ich mal, danach nochmal eine Quest von den guten Carrie bekommen. Ich glaube, zwei oder drei Quests waren es. Ich glaube, drei waren es. Ja. Genug gequatscht. Wir gehen rein in die Olga und warten erstmal auf den guten Carrie. Oh, warten. Oh, da kommt er doch, glaube ich, schon. Du bist hier. Das ist Nova. Steig ein, wir machen eine kleine Rundfahrt. Als ich dich da neulich gesehen habe, dachte ich nur, der Typ hat echt Eier. Und für diesen Job hier brauche ich jemanden mit richtig dicken Teilen. Hoffentlich kann er sich bei all den Hoden-Fantasien noch aufs Fahren konzentrieren. Carrie hat ständig Unfälle gebaut. Oh Gott. Ist das deine Karre? Um Gottes Willen, nein. Geliehen. Können Sie also ruhig schrotten. Das ist der Plan? Fuck, wusste ich's doch. Womit können meine Eier dir denn heute dienen? Wie, ein paar Leute in dieser Stadt sind komplett durchgedreht. Du hilfst mir, dieses Drecksloch, das wir zu Hause nennen, wieder zu richten. Aha. Und wie genau mache ich das? Kennst doch diese Girl Group Us Cracks, oder? Drei Mädels aus Japan, Elektro-Pop-Scop. In Asien der Hit, aber wer ist das nicht? Jetzt haben sie jedenfalls eine N-USA-Tournee geplant und wollen als Promo meinen Song covern. Kannst du das fassen? Sowas lasse ich nicht mit mir abziehen. Okay. Und du hast was gegen diese Tussis, weil... Ernsthaft? Siehst du nicht, wie abgefuckt das ist? Ach, scheiß drauf, ist egal. Du raffst es gleich. Hör dir einfach den Plan an. Der Truck mit ihrem Equipment kommt hier lang. Hab einen Tipp bekommen. Wir machen's oldschool und sprengen das Scheißteil. Ohne Gier müssen die Schlampen ihre Konzerte absagen. Carrie löst seine eigenen Probleme? Früher hat er immer seine Anwälte alles regeln lassen, während er seinen Arsch am Pool gesonnt hat. Muss wirklich was richtig Abgefucktes sein. Wir sind gleich da. Oh, genau hier. Da wären wir. Kofferraum. Nimm raus, was drin ist. Aye, aye, Sir. Wusstest du, dass sie genau hier Ivy Coma getötet haben? Die DJ? Ein getarnter AV ist ihrer Limo gefolgt. Ist nicht viel von ihr oder der Limo übrig geblieben. Dabei war sie gar nicht das Ziel. So ein Biotechniker-Anzug war damit beschäftigt, ihr die Muschi zu lecken, als gefeuert wurde. So wurden die Leichen gefunden. Nicht schlecht. Ii. So fresh, it wrinkles in your mouth. Leg sie hier raus. Ist ja widerlich. Die Scheiße haben wir, glaube ich, sogar dieses Easy Beef. Warte mal, das möchte ich jetzt wissen. Das habe ich, glaube ich, sogar definitiv dabei. Ah, ist das widerlich, Digga. Ja, hier ist es doch. Easy Beef. Zimtfleischgenuss pur. Ja, das sieht man auch, die Würmer, Digga. Oh, ist das widerlich. Okay. Scheiße. Versteck, schnell! So fresh, it wrinkles in your mouth, Alter. Pah.
Und jetzt? Jetzt warten wir. Automatisierte Module, hohle Nägel für bessere Fahrzeugkontrolle, standardmäßige Polizeitech, die Granaten auch. Wo hast du das Zeug her? Da, wo man auch Designerdrogen, unpatentierte Audiovox und frische Yubaris herkriegt. Schwarzmarkt? Nö, Fans. Da ist er, auf die Minute. Showtime, ich schnapp mir den Fahrer, du seinen Schuh. Die müssen raus aus dem Truck. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Was zur Hölle soll das? Raus auf den Boden. Aus hier. Ende da, wo ich sie sehen kann. Steigt aus. Schön ruhig, kein Scheiß. Dann passiert nichts. Falscher Truck! Scheiße, wir sind nicht! Ich hab gesagt, ruhig. Und jetzt runter auf den Boden. Zum letzten Mal. Hey, Mann, runter mit der Waffe. Lass uns reden. Nicht ein Wort. Es ist gleich vorbei. Na, verdammte Scheiße. Die ID-Karte, schnapp sie dir. Halt mach still. Hinten auf. Und mach keinen Scheiß. Was ist drin? Das Zeug ist mehrere hunderttausend wert. Wollen wir es nicht lieber klauen? Vergiss es. Hab noch nie im Leben was geklaut. Ist das ein scheiß Lügner? Damals hat er mir immer meine Seiten geklaut. Der Bastard hatte nie seine eigenen. Und deine Hosen. Gut, Freunde. Und jetzt rennt und guckt nicht zurück. Ich sagte, ihr sollt euch verpissen, verdammt! Und nun zum großen Finale. Hier soll nur noch eine schwelende Pfütze aus Chrom und Plastik übrig bleiben. Du bist der Boss. Lass ihn brennen! Fuck yeah! Bist ein guter Komplize, wie? Respekt, Carrie. Das war nur ein Truck voll Ramsch für japanische Plastikpuppen. Und er könnte genauso gut einen Popcornstand hochjagen. Aber trotzdem ein Riesenschritt. Ich erkenne den Bastard kaum wieder. Zwei Chooms Schiss gemacht, einen Truck angezündet. Willst du der nächste Johnny Silverhand sein? Terrorist spielen? Der nächste Johnny? Ich bitte dich. Carrie mag geladen sein, aber ihm fehlt das Dynamit in der Seele. Kannst du nur in Schubladen denken? Nuancen wie? Du nennst es Vandalismus. Ich künstlerischen Protest. Mhm. Und jetzt der wahre Grund? Wenn die kleinen Schlampen auf meinem Rücken zum Ruhm reiten wollen, haben sie sich geschnitten. Weißt du, was ich opfern musste, um es so weit zu bringen? Was ich für den Erfolg bezahlt habe? Und diese 10 Annie-Huren klauen meinen Song und denken, ich lass das zu? Diese ignoranten Fotzen! Erfolg. Immer ein Wunderpunkt für Carrie. Nichts hat sich geändert. Wär's nicht besser gewesen, du hättest einen Anwalt eingeschaltet? Du hast gut reden. Ich hab so oft gelächelt und Papiere unterschrieben. Das reicht für ein Leben. Das hier ist eine Botschaft von mir. So macht man in Night City Geschäfte. Cops, hauen wir ab. Fahr du, schaff sie uns vom Arsch. Mal, dass ich vor Cops geflohen bin, war 2020. Mit Johnny. Obwohl wir total zugedröhnt waren, haben die Bullen uns nicht erwischt. Diese Deppen haben keine Chance! Lass den Champagner erstmal zu. Noch kleben sie uns am Arsch. Dann hängen sie ab. Am besten schnell. Ich bin am Verhungern!
nicht billig, aber jeden Eddie wert. Gute Arbeit. Noch habe ich keinen Eddie gesehen. Okay, lass mich an der Carnitas raus. Ach, so leicht kann man die Bullen abhängen. Cary Eurodyne ist in so einer Drecksbude? Chumbata. Hier gibt's den besten Kaffee der Stadt. Zäh wie Teer. Und Stammkunden kriegen das ungespritzte Zeug. Komm, ich lade dich ein. Wow, Kaffee mit einem Rockstar? Na gut, einmal ist immer das erste Mal. Anfang von Samurai ging jeder Annie für Gitarren und Saiten und so drauf. Weißt du? Hey, Rachel! Morgen! Ich kenne diesen Laden, diesen Geruch. Aber woher? Hey, suchst du jemanden? Wir waren total pleite. Sind aber trotzdem jeden Tag über die Straße zu Caliente gegangen. Vollgefressen und literweise Kaffee gesoffen. Johnny meinte, so hungrig und high wie wir waren, hätten wir sogar die Pappkartons der Penner draußen gefressen. Was natürlich nicht stimmte. Das Übliche, Mr. Eurodyne? Doppelter Espresso. Jamaika Blend. Schwarz, kein Zucker. Kein Problem. Und für dich? Nur einen normalen Kaffee. Gern. Bin gleich wieder da. Boah. Scheiße. Ich komme gerade erst runter. Wow, war das irre. So habe ich mich seit Memphis nicht mehr gefühlt. Letzte Tournee, letztes Konzert, die kreischende Menge, ich auf der Bühne. Fuck. Musste gerade wieder an die Fotzen von Asterix denken. Glaubst du, das war's? Du hast echt einen Hass auf die, oder? Guck mal. Unerträglich. Und die Scheißnummer ist ihr größter Hit. Jeder könnte solche Hits landen. Selbst du. Übertreibst du nicht, Cary? Die Mädchen wollen nur Spaß haben, deinen Song singen. Für Millionen von Fans. Davon profitierst du doch auch. Nein, 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 nein. Weißt du, wie Asterix angefangen hat? Ein paar MSM-Anzüge haben Millionen locker gemacht, um der Welt diesen Haufen Scheiße schmackhaft zu machen. Und die Welt hat's wie immer geschluckt. Und ich soll Teil davon sein? Ah, irgendwas sagt mir, hier geht's nicht um Kunstfreiheit. Auch nicht um Eddies. Du hast Angst, Cary. Ich hab nur Angst,
dass Johnny recht gehabt haben könnte. Was sollte Johnny damit zu tun haben? Naja, er meinte, ich würde Samurai fürs Geld verlassen. Und den Ruhm. Was nicht stimmte? Nee, stimmte, gebe ich zu. Aber er meinte auch, ich würde mich zur Konzernhure machen. Und gegen den Vorwurf wehrst du dich? Das mit us, Cracks. Was, wenn ich auch nur ein Produkt bin, wie diese Puppen, in dreckigem Geld ertrinke, statt drin zu schwimmen? Carrie, mach dir doch nichts vor. Du willst frei sein? Rebellieren? Hättest keinen Multimillion-Eddy-Deal mit dem größten Medienkonglomerat im Land machen sollen. Wie, ist das dein Ernst? Die haben die Rechte über meine Songs, aber nicht mich, verdammt! So läuft das nicht in dieser Stadt. Es gibt nur Verträge, kein Du oder Dich. Du irrst dich, und ich werd's dir beweisen. Hoffentlich, Carrie. Ich muss los, Vi. Danke für... Weißt schon. Jo. Keine Ursache. Sein Kaffee hat auch nicht ausgetrunken. Einfach stehen gelassen. Hätte doch wenigstens mitnehmen können. Machen wir das mal mit Nancy. Killing in the name. Oh. Nicht schlecht. Oh, muss da jetzt genau noch kommen. Warum so besessen von diesem Sweden-Arsch? Meinst du, er verklickert dir den Sinn des Lebens? Hier, ich erspare dir die Mühe. Das Leben macht keinen Sinn. Mit dir in meinem Kopf nicht. Stimmt. Und jetzt klappe. Ich muss nachdenken. Das mit dem Nachdenken lag dir vorher schon nicht, aber schieb's ruhig auf den Kerl in deinem Kopf. Okay, muss los. Illegaler Router. Meinst du, der gehört Swedenborg? Das finden wir gleich raus. Wer sich auf die Suche nach mir begibt, hat sich bereits die Scheuklappen der Bourgeoisie um den und der Konzerne abgerissen und den ersten Schritt zu den hängenden Garten des Postkapitalismus getan. Doch dies ist erst der Anfang. Bist du bereit, den gesamten Weg zu beschreiten? Neue Koordinaten auf Karte hochgeladen. Signal stimmt mit dem überein, das Nancy verfolgt hat. Er streckt sich bis in die Badlands. Wie ein Server-Proxy. Sag mir nicht, dass du jetzt dahin willst, weil das totale Zeitverschwendung ist. Was interessiert dich, diese Sweden-Bratze? Zieht sich dumme Sprüche aus dem Arsch und die ganze Welt spritzt sich einen darauf ab? Die staatliche Gewaltenteilung seziert die Selbstbestimmung des Volkes. Was soll der Scheiß bedeuten? Hör nicht hin, wenn's dich stört. Oh, echt clever, wie. Ich kann mir ja auch nicht die Finger in die Ohren stecken und so tun, als ob ich nichts höre, wenn du das Maul aufreißt. Dann viel Spaß noch.
So, jetzt nicht so schlimm, Johnny. Manchmal kann er schon eine richtige Zicke sein, ganz ehrlich. Schade, dass du nach dem Konzert so schnell abgehauen bist, hatten gar keine Zeit zu reden. Ich weiß kaum etwas über dich, außer dass dein Leben echt viel abgefucktes Zeug abgeht. Du bist doch früher gegangen. Echt, vielleicht, aber es war krass, Nova, oder? Hätte es für dich aufnehmen sollen? Hast du Johnny bestimmt nichts mitbekommen. What the fuck ist denn hier passiert? Oh ja, ein radioaktiver Unfall, würde ich sagen. Die sind von NCBD, Streifenpolizisten. Na, ich habe kurz überlegt, wie ich es abknallen soll, mache ich nicht. Kein Bock auf Stress. Signal führt hierher und verschwindet. Mist. Swedenborg scheint ja viel Wert auf Privatsphäre zu legen. Oh, dachte, du redest nicht mehr mit mir. Ist ja nicht so, als hätte ich eine große Auswahl an anderen Gesprächspartnern. Wird mir ja deine Erinnerungen reinziehen, aber ich will nicht über deinen Hippocampus reiern. Aber mach du dich nur ans Hacken oder was auch immer du sonst vorhattest. Bitte, lass uns vorankommen. Ich glaube, da kommt gerade ein Sandsturm. Ja, sieht doch noch aus. Die Straße zu den Sternen ist stets von Dunkelheit umhangen und der Weg zum Kollektivismus führt durch ein Meer aus Blut. Wirst du den Schwanz einziehen und dich wieder an die Leine der Konzerne nehmen lassen? Neue Koordinaten auf Karte hochgeladen. Ich werde mal nicht spoilern, wie das Ganze ausgeht. Das Signal führt weiter. Zu einem anderen Terminal. Ha, ich glaube, dich verarscht hier jemand wie. Folgst der Spur eine Weile, verbindest die Punkte auf einer Karte und am Ende wird ein Schwanz draus. Das wäre wohl genau dein Humor, nicht? Na klar doch. Außerdem wäre der Schwanz das erste Werk von Swedenborg, das wenigstens mal Sinn macht. Natürlich würde er dem Ganzen irgendeinen affigen Namen geben. Sowas wie patriarchischer Phallus toxischer Maskulinität. Was meinst du?
Ich meine, wir sollten gehen. Geschickt. Mal kurz. Da. Nennen Sie. Da. Hey, wie hast du die Nachricht gesehen? Ich will ja nicht angeben, aber ich habe gewonnen. Ich wollte mich nochmal bei dir bedanken. Ohne dich hätte ich den Artikel nicht schreiben können. Na gut, ich gebe es zu. Eigentlich wollte ich nur angeben. Freue mich für dich, Nance. Nancy Rockcastle Reserves Pulitzer. Sieh dir das an. Selbst Night City kann von weitem schön aussehen. Fuck. Lass mich raten. Noch ein Router? Ich finde ja, das erhärtet meine Schwanztheorie. Wir werden sehen. Scheiße gelaufen. Hä, wow. GG, Digga. Das gibt's doch jetzt nicht. Hier wieder nicht. What the fuck, Alter? Du kommst näher, du siehst mehr, das Nirvana des Marxismus.
Marxismus, Swedenborgismus ist zu greifen nah. Nur noch ein letzter Schritt, sei tapfer. Neue Koordinaten auf Karte hochgeladen. Und? Führt das Signal woanders hin? Pazifika. Hey, vielleicht ist das so eine Art Lektion von Swedenborg. Das Leben ist immer in Bewegung. Scheiß auf das Ziel. Der Weg ist das, was zählt. Hört sich nach gequirlter Scheiße an. Endlich sind wir uns mal einig. Wo führt denn die nächste Spur hin? Zum Yoga-Unterricht oder in ein tibetanisches Kloster? Nein, zu einem Vergnügungspark. Aha, wird ja immer besser. Na, dann mal weiter. War hier nicht die Mauer? Da ging doch der hintere Weg entlang, wo auch das Mad Max Easter Egg war. Spur endet hier. Soll das heißen, der Arsch versteckt sich irgendwo hier? Vielleicht. Oder wir finden noch ein Terminal. Mal sehen. Komischer Ort. Passt 25. irgendwie zu dem Typen, den wir suchen, oder nicht? Warum? Weil das hier ein Sinnbild für Spätkapitalismus ist? Billige Unterhaltung für hirntote Lackaffen. Das meine ich. Blutenden Adern der globalen Unterdrückung. Geld ist ein Werkzeug der kolonialen Unterdrücker unseres Verstands. Klassenkampf ist der Auftakt für die Anarchie. Warte, was ist denn das? Wonach sieht's denn aus? Swedenborg Riviera. Ha! Seht her! Seht euch den Propheten von Night City an!
Oh, das ist zu geil. Ein Philosoph in der Kiste. Hey, gib ihm ein paar Eddies. Ich will wissen, was er sonst noch sagt. Du wirst einen attraktiven Lobbyisten kennenlernen, wenn du am wenigsten mit dem Klassenkampf rechnest. Erfolg verdünnt die Essenz der Seele. Das Blatt wird sich wenden, wenn die Produktionsmittel von einem endlosen Strom aus Endorphinen betrieben werden. Du solltest das aufnehmen, damit wir später noch was davon haben. Er hat recht! Er hat so verdammt recht! Wie, Tief? Wie? Die Produktionsmittel gehören rechtmäßig. Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber scheiße, wie? Wie abgefahren ist das denn? Das halbe Net dreht durch und geilt sich an billigen Weisheiten auf. Und das alles kommt von einer schäbigen Puppe, einem scheiß Glaskasten. Oh Mann, ich sag dir was. Diesen Moment waren die 50 Jahre Seelenknast echt wert. Ich will mal nachsehen, ob jemand an dem Ding rumgespielt hat. Dein Ernst? Meinst du, du hast es hier mit einer Puppe Guck zu mal, tun, die gerne ein echter Junge wäre? Worauf wartest du dann? Sieh nach, was du sonst noch rauskriegen kannst. Scheiße gelaufen. Du bist allen Spuren gefolgt, wie der gehorsame Köder, der du immer noch bist. Meinst du, das ist das, ist die Erleuchtung? Du wurdest gespawnt von Sweet D. Okay, also, wenn ich das richtig verstehe, hat jemand diesen Wahrsagerbot gehackt, damit er nonkonformistische Slogans statt Prophezeiungen von sich gibt. Und hat das Ganze dann über mehrere Router mit dem Net verbunden, damit es keiner nachverfolgen kann. Absolut genial. Können wir rausbekommen, wer das war? Ich will ein Autogramm. Wohl kaum. Zum einen hat die Person keine Spuren hinterlassen. Zum anderen bist du tot, Johnny. Ah, stimmt. Hab ich bei der guten Laune ganz vergessen. Hey, wie? Lass das Ding an, okay? Keine Sorge, Johnny. Ich werde dem Volksphilosophen von Night City nichts antun. Na dann, auf Swedenborg Riviera. Lang die möge er leben. Die Produktionsmittel gehören rechtmäßig dem kollektiven Unbewussten. Ah, wie? Lass mich raten. Du rufst an, um mir zu sagen, dass du die Suche aufgegeben hast. Naja, nicht ganz. Wir haben was gefunden. Wir? Hattest du Hilfe? Nein, das war das königliche Wir. Jedenfalls gibt's Swedenborg gar nicht. Bitte was? Ist eine Wahrsagermaschine. Reimt Sätze zusammen, die sich tiefgründig anhören. Jemand hat sie mit dem Net verlinkt und bepisst sich gerade vor Lachen. Scheiße, wie? Oh, die Geschichte ist ja noch besser, als ich dachte. Ich übernehme ab hier. Oh, und deine Eddies sind auf dem Weg. Danke und tschüss. Unglaublich. Okay. Da würde ich sagen, nächste Folge kümmern wir uns dann in der Innenstadt um den Sebastian, seine Aufträge hier, den guten Padre. Und dann warten wir noch auf den Anruf von Carrie, dass wir da weitermachen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das war eine weitere Folge Cyberpunk 2077. Bis zur nächsten Mal. Haut rein, euer Wallgamer YouTube. Tschö, Medu.